Muscle Up gehört zu den härtesten und effektivsten Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Die Übung stellt höchste Anforderungen an Explosivkraft und Technik. Das Timing ist dabei entscheidend. Nicht ohne Grund geht der Muscle Up für viele als das Zeichen für Willensstärke und Kraft. Sind wir mal ehrlich, er sieht auch einfach mega geil aus. In diesem Video werde ich nicht nur probieren, einen Muscle Up innerhalb von einer Woche zu lernen. Mein oberstes Ziel ist es auch noch, 3 am Stück am 7. Tag hinzubekommen. Voller Motivation machte ich mich warm. Aber es stellte sich schnell heraus, dass die Challenge viel, viel schwerer werden würde als gedacht. Mach jetzt schon anstrengend, ne? Ich bin so ein fettes Warzenschwein, ne? Ohne Scheiß. Ich fühle mich so schwer. Das ist verrückt. Um den Muscle Up schnellstmöglich hinzubekommen, habe ich mit Schwung gearbeitet. Das heißt, ich habe mich einer Technik bedient, mit der man sich einen extra Boost verschafft, ja, um somit über die Stange zu. Das sieht vielleicht in der Theorie einfach aus, ist aber wirklich viel, viel schwerer, als man denkt. Also für mich auf gar keinen Fall. Nicht mal in 70 Tagen. Das Ziel war es eigentlich, so hoch zu kommen, dass ich mit dem Brustkorb über der Stange bin. Ich habe es aber einfach nicht hinbekommen. Gar nicht die Kraft, mich zu halten. Boah, Digga. Wow. Visualisieren, ganz wichtig. Digga, wie soll ich das schaffen? Ich kann das. Sauer! Sauer, Digga! Mann! Also habe ich mir ein Widerstandsband zu Hilfe genommen. Ich habe überlegt, ob ich noch stärkeres mitnehme, oder hätte ich mein Gesicht verloren, glaube ich. Und geübt, geübt und geübt. Mann! Fast, Digga! Wenn man einfach mit seinem eigenen Körpergewicht nicht zurechtkommt. Athlet! Durch und durch. Dafür geboren. Dafür stehe ich. Für Körperspannung und Körperkontrolle. Am Ende habe ich ein paar unterstützende Übungen gemacht, die mir dabei helfen sollen, den Muscle-Up schnellstmöglich hinzubekommen. Den Link dafür habe ich euch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ich fühle mich so unfit. So unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Keine Ahnung. Tag 2 fing direkt gut an. Es ist halt so, dass es halt so anstrengend ist, dass ich einmal, zweimal, dreimal maximal schaffe und dann brauche ich erstmal wieder eine Pause. Aber ich will mich ja auch nicht ausbauen, sondern ich möchte die Technik hinkriegen, dass ich diese Sekunden habe, umzusetzen und dann mich gleichmäßig hochzudrücken. Geil, so wie nach dem zweiten Tag. Mein Gefühl für die Bewegung zu bekommen, war mein Ziel ist, so viele Muscle-Ups wie möglich zu machen. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden, dass ich heute mehrere am Stück geschafft. Ich bin schon viel, viel weiter, als ich überhaupt gedacht habe, dass ich komme. Ich mache jetzt noch so meinen Workout ab. Attack. 3. Tag 3 lief unerwarteterweise so gut, obwohl ich ein viel, viel leichteres Band hatte, konnte ich mich trotzdem deutlich steigern. Und es stand für mich fest, dass ich an Tag 4 es ohne Band probieren musste. Da die Versuche ohne Band extrem anstrengend waren, ging bei mir nach kurzer Zeit nichts mehr, was sich dann deutlich bemerkbar gemacht hat. Heute ist so ein Tag, da macht man, weil man machen muss und nicht, weil man Bock hat. Ich muss ehrlich sagen, ich bin heute wirklich gut an meiner Grenze. Ich habe wirklich doll Muskelkater. Ich habe das Training schon auf den Abend geschoben, weil ich einfach so durch war, so fest war. Ich fühle mich, als ob ich 20 Kilo um habe. Also so schwer. Jetzt muss es reißen, Alter. Mir richtig schöne Nackenkelle geben. Da hätte ich Bock drauf. Ich habe heute so krass und keine Kraft. Oh Gott. Vielleicht kriege ich ja Masse ab hin, aber irgendwie. Ich bin auch gerade gar nicht im Mut, irgendwie mich jetzt körperlich schwer zu betätigen. Bro, siehst du mal, ne? Fokus ab. Kann ja nicht sein, dass ich heute nichts schaffe und gestern habe ich es geschafft. Woran hat sie liegen? Physik nicht. Ich habe halt auch
gestern, vorgestern noch neben, also nach den eigentlichen Masse-Up-Training noch Oberkörper und Unterkörper trainiert. Gestern war Oberkörper dran. Und ja, kann sein, dass es damit auch zu tun hat, aber irgendwie fehlt mir jetzt auch die Explosivität, die Kraft. Ich weiß nicht, ob es auch das Mindset so ein bisschen ist, dass ich gar nicht glaube, dass ich es schaffe. An Tag 6 habe ich dann beschlossen, das Training für den Tag zu skippen. Bei mir ging gar nichts. Ich hatte extrem Muskelkater. Ich wollte meine Kräfte schonen für den alles entscheidenden 7. Tag. Ich bin überglücklich, es geschafft zu haben. Sehr, sehr stolz auf das Ergebnis. Falls ihr Anregungen oder Ideen habt, was ich als nächstes machen kann oder was ihr gerne von mir sehen würdet, würde mich das extrem interessieren. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Ich küsse euer Herz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.